Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends XXL Pack Opening. Wie ihr seht unten rechts, ich habe 150 Packs mir für Season 6 zusammen gespart, so ein Stück weit. Wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß und wie immer, wenn ich ein Pack Opening mache, ich kommentiere nicht jedes Pack, damit sich das nicht unnötig in die Länge zieht. Und los geht's. Da ist doch gleich was Legendäres dabei. Für wen ist denn das? Ach, für Revenant, ehe ich das jetzt erkannt habe. Schon wieder, was ist denn hier los? Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Long. Oh, der sieht ja fresh aus. Der sieht echt abgespaced aus. Holla, den nehmen wir doch gleich mal rein. Ist zwar nicht meine Waffe, aber scheißegal. So, sollte alles zu sehen sein. Die Kamera dürfte nicht in der Show. Alter, was geht denn ab? 4 Packs, 3 legendäre Sachen. Edel, ein alternater Skin. Dürfte ich mittlerweile fast alle legendären von der Alternator haben. Schick. Bin mal gespannt, falls ich ein Erbstücksplitter ziehe oder die Erbstücksplitter. Man bekommt ja gleich 150 so viel, damit man sich ein Erbstück kaufen kann. Das Lifeline-Erbstück und das Octane-Erbstück habe ich noch. Sollte ich jetzt welche ziehen? Schreibt mal bitte in die Kommentare, was würdet ihr an meiner Stelle euch für ein Erbstück kaufen? Das, was jetzt da ist. Oder würdet ihr euch das jetzt fürs zukünftige Caustic oder Bangalore Erbstück sparen, was in Season 6 kommt? Oder beide kommen in Season 6? Das würde mich mal interessieren. Wie gesagt, Lifeline und Octane ist schon am Start. Finisher. Jawohl. Ja, damit. Endlich mal wieder was Vernünftiges für Pathfinder. Also ich finde den Finisher von Rampart echt extrem geil. Würde ich mich freuen, wenn ich den ziehen würde, wo sie Sheila aufstellt und dann Sheila quasi dem gedownten Gegner die volle Breitseite gibt. Was geht denn ab? Ein legendäres Ding nach dem anderen. Der sieht natürlich auch nicht schlecht aus, der Devotion Skin. Edel. Das ist geil aus mit dieser Munitionskette. Das ist schon echt fresh. 14 Packs sind geöffnet. Waren es jetzt 4 oder 5 legendäre Sachen schon? Ich habe keine Ahnung. Ich komme jetzt schon durcheinander nach nicht mal 15 Packs. Krass. Übrigens, wer das nicht wusste, je mehr Packs man geöffnet hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Crafting-Metalle zieht. Und dann kann man sich umso mehr vielleicht irgendwas zusammenbasteln, was man vielleicht noch nicht gezogen hat. Und wie immer die Wahrscheinlichkeit 1 zu 500. Das möchte ich auch nochmal betonen. Viele schreiben in manchen Videos oder auch im Livestream schreiben so, ja, ich bin Level 200 und habe noch kein Erbstück gezogen oder Erbstücksplitter. Es hat mit eurem Level nichts zu tun. Es kommt einfach drauf an, wie viele Packs ihr geöffnet habt. Ihr könnt Level 5 Millionen übertrieben sein. Wenn ihr erst, was weiß ich, 200 Packs geöffnet habt, dann habt ihr vielleicht noch keins bekommen. Chance 1 zu 500, also maximal 500 Packs und dann muss wenigstens einmal Erbstück beziehungsweise Erbstücksplitter dabei gewesen sein. So, wir haben den Lifeline Charm. Sehr schick, gefällt mir. Bin gespannt, ich weiß gar nicht, die Holo Sprays, die neuen in Season 6, die müsste man ja auch aus den Packs ziehen. Da gibt es bis jetzt nur welche im Battle Pass. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet.
Ja, man sieht's. Ich bekomme sehr viel Metall. Das ist schon echt ziemlich geil. Alter, wie viel waren seltenes? Ja, 30 ist jetzt nicht die Welt, aber auf die Masse wird das schon eine Menge ausmachen. Schon mal gesagt, dass ich es hasse, wenn ich solche Banner bekomme. Rampart, okay. Den nehmen wir gleich mal. Erste legendäre Item für Rampart. Wenn man das Item nennen kann. Das hat keinen Sinn. Wir sind eigentlich in den seltenen 15, okay. Übrigens sollte ich Erbstücksplitter ziehen. Ich tendiere zwischen Bloodhound und Pathfinder. Pathfinder ist ja eigentlich mein All-Time-Main, mit dem ich am liebsten spiele. Aber das mit dem Grappling Hook, das geht mir immer noch gewaltig auf den Sack. Der ist ja geil. Spielt die das nicht nochmal ab? Schade, egal. Doch, wenn man zurückgeht, das sieht echt cool aus. Ja, eigentlich würde ich gerne die Boxhandschuhe haben, aber irgendwie spiele ich Pathfinder noch nicht wieder häufig genug wegen dem Grappling Hook. Deswegen denke ich, dass ich mir die Splitter erstmal aufhebe. Ich hätte auch gerne das Kunai-Messer für Wraith, aber die spiele ich einfach zu selten. Das sieht halt. Also von allen Erbstücken gefällt mir das Kunai-Messer bis jetzt immer noch am besten. Das war das allererste Erbstück überhaupt, das gibt es seit Anfang an. Und die Axt von Bloodhound finde ich natürlich auch mega, mega geil. Opening wird natürlich ein bisschen Zeit kosten. Wir sind jetzt schon fast bei 8 Minuten und haben gerade noch nicht mal ein Drittel der Packs geöffnet. Trotzdem geil finden, wenn die die Wahrscheinlichkeit für Erbstücke mal ein bisschen erhöhen. 1 zu 500 ist schon echt wenig. Also ich kenne viele, die sich beschweren, dass sie noch nicht eins haben. Auch viele, die eine Menge Geld investieren. Das finde ich schon ein bisschen frech. So 1 zu 300 würde ich noch mitgehen, aber 1 zu 500 ist schon echt eine finstere Sache. Und wenn man überlegt, das ist es ja eigentlich nur kosmetisch, ja, man sieht einfach nur das Erbstück, aber im Endeffekt hilft dir das nicht weiter. Es sieht halt einfach in der Animation im Game geil aus. Aber wenn du überlegst, wie viel man theoretisch ausgeben muss, alleine wenn so ein Event-Teaser ist. Jetzt das nächste Event, das ist ja Anfang Mitte September, da gibt es aller Voraussicht nach das Caustic-Erbstück. Und ja, das sind über 100 Euro, die daraus ballern musst. Oh, jawohl! Schön! Ein Octane-Finisher. Ich kann den Granaten-Finisher einfach nicht mehr sehen. Sehr schön, das gefällt mir. Octane spiele ich so, so gerne. Also ein Finisher für Pathfinder und für Octane, meine beiden Mains. Geil. Alleine dafür freue ich mich. Die ersten 50 Packs waren gar nicht so unerfolgreich.
mal wieder Erbstücksplitter wären schon. Das heißt mal wieder. Ich habe bis jetzt noch keine gezogen. Es war das letzte, war das Lifeline-Erbstück, was ich noch so gezogen habe. Die Pose sieht geil aus. Hat was. Crafting-Material wird immer mehr. Oder Crafting-Metalle. Das Ding ist halt, es gibt noch so viele Skins, so viele auch ganz normale Standardsachen, die ich noch nicht habe. Das sollte auch mal langsam aus dem Pool fliegen, damit halt auch die Wahrscheinlichkeit für legendäre Sachen erhöht wird. Was haben wir hier Schönes? Oh. Der sieht richtig sexy aus. Halt die Fresse. Sieht aus wie so eine Metallwirbelsäule. Das ist... Ich finde zwar die Farbe relativ dezent, so ein Olivgrün, aber der Style ist schon mega. Werden wir gleich mal ausrüsten. Ich glaube, für die Sentinel habe ich noch gar nicht so viel Stuff. Wobei der legendäre Battle Pass Skin, dieser grüne, der passend zum Pathfinder Skin ist, der sieht natürlich auch geil aus. Ich weiß gar nicht, ist der legendär oder ist der nur in Anführungszeichen episch. So, wir sind noch bei 89 Packs. Ich glaube übrigens, was mal abgesehen von den Erbstücken, dass die Finisher die seltensten Dinger sind, die seltensten Legendären, die man ziehen kann. What? Das sieht nach Caustic aus, oder was haben wir? Caustic, tatsächlich. Der sieht geil aus. Den nehmen wir. Ich spiele ihn zwar so gut wie gar nicht, aber es kommt auch mal vor. Bin gespannt, wie viel Crafting-Material ich zum Schluss zusammen habe. Werden bestimmt so 3.000-4.000 werden zum Schluss. Wenn ich da nicht so hoch greife. Episch ist es relativ selten heute. Ich ziehe gefühlt auf jeden Fall mehr. Legendäres gefühlt, würde ich behaupten. Was natürlich geil ist. Bis heute übrigens immer noch total dämlich, dass es keinen Pack-Opening-Counter gibt, wo man sehen kann, hallo, so viele Packs hast du schon geöffnet. Damit man sich wenigstens selber seine Wahrscheinlichkeit für ein Erbstück mal so ein bisschen ausrechnen kann. Es soll wohl auch Apps geben, aber die so zuverlässig sind, keine Ahnung. Dezentes R für Rampart.
Ich mag die zwar nicht so, aber irgendwie hat er ja doch was. Doch, irgendwie ist er geil. Komm, den machen wir rein. Er sieht schon, die Farbkombination zwischen dem Blau und dem Gold sieht schon edel aus. Ich finde einfach, der Kopf passt nicht zum Revenant. Oh, gleich nochmal. Ah, das ist so sinnlos, ey. Ich meine, 600 Crafting-Metalle, das ist geil, aber hallo, gebt mir doch irgendeine Waffe oder einen Skin für eine geile Legende. Davon habe ich viel mehr. Obwohl, eigentlich nicht. So kann ich mir das ziehen, was ich möchte. Zumindest, wenn ich genug zusammen habe. Oh, sehr schön. Auch ein absolut schöner Skin. Den rüste ich jetzt aber nicht aus, weil ich habe eine interessante Randomliste, sonst wird, glaube ich, die Randomliste deaktiviert. Müsste man eigentlich aus diesen auch eine Neuerung, die man eigentlich vielleicht mal machen müsste, wo man sagt, hier, geht das vielleicht sogar? Nee, man kann nur auswählen. Wäre eigentlich schlau, wenn man aus dieser Pack-Opening-Geschichte das gleich in die Favorite-Liste mit einintegriert und das dann quasi zufällig mit reinkommt. Oh, ein Wingman-Skin. Schön. Ah, schade. Den gibt es, glaube ich, auch in schwarz. Ach nein, ich glaube, das war eine Exklusiv-Variante von dem in schwarz. War, glaube ich, noch in Season 1, wenn ich mich nicht irre. Ja, gefällt mir der Battle Pass Skin deutlich besser. Von Season 5. Und wieder was Legendäres. Oh, jawohl, ein Wolfskin. Oh, wie edel. Und sogar der ist so edel. Da freue ich mich. Oh mein Gott, ist der geil. Halt die Fresse, bist du schön. Oh je, Alter, ohne Scheiß. Der ist so schick. Ich glaube, ist das sogar der, den man im Battle Pass Trailer sieht? Ah nein, das ist ein Battle Pass Skin, der sieht so ähnlich aus. Der gefällt mir richtig gut. Also das ist bis jetzt mein Favorite. Und gleich noch was Legendäres hinterher. Feuer frei. Ah. Kleiner Insider. Dieser Skin, auch ein sehr schöner Skin. Dieser Skin hatte mal einen Glitch oder Bug oder wie auch immer. Ich war es noch in Season 4 oder 5. Der wurde kurz mal deaktiviert, weil Bangalore mit diesem Skin unsichtbar war. Man hat quasi nur den Helm gesehen von Bangalore. Mehr nicht. Ich bin schon mal auf eine Bangalore mit dem Skin gestoßen, als dieser Fehler aktiv war. Das war richtig ekelhaft. Oh Gott, der Wolfskin sieht so geil aus. Ich werde nicht drüber fertig. Ohne Scheiß. Sehr schöner Skin. Ich sag's immer wieder, egal ob das die Event-Skins sind oder viele, viele legendäre. Da hat Respawn einfach Geschmack. Da sind auch viele nicht meiner Meinung, das ist auch völlig okay, Geschmäcker sind verschieden, aber ich finde, gerade die Event-Skins sind bei den meisten Legenden und Waffen immer allererste Sahne. Muss man einfach mal sagen. Sind wir schon so weit angekommen, dass wir hier teilweise echt ein ganzes Pack voller Metall haben. Das sagt eine Menge darüber aus, wie viel ich schon geöffnet habe, ja. Und trotzdem bis jetzt nur einmal Erbstück. In der Splitter waren es ja nicht. Ein Erbstück so aus eigener Kraft gezogen. Das ist wirklich traurig. So, nochmal wieder was Legendäres. Das wird immer spannend. Oh! Ah, oh Mann, das ist eigentlich ärgerlich, dass ich Caustic nicht spiele. Weil das ist mein absoluter Favorit von Caustic. Alter, Klaus, wenn du das siehst. Er ist einfach geil. Sagt, was ihr wollt, dieser Skin. Mir gefällt, das habe ich ja, ich habe doch so ein Ranking-Video gemacht über meine Favorite-Skins von den Legenden, von den Waffen. Muss ich noch machen, das habe ich bis heute nicht geschafft.
da habe ich schon gesagt, dass die Caustic-Skins fast alle legendären einfach allererste Sahne sind. Das muss man einfach mal sagen. Aber leider nicht meine Legende. Schön, freue ich mich. Viele geile Sachen bis jetzt dabei. Aber möchte man bei 150 Packs eigentlich auch erwarten, ja? Weltbewegendes. Viele von den epischen gibt es ja auf anderen Waffen auch, sind einfach nur auf der anderen Waffe. Dieses Metallic Rot, auch dieser Skin hier, diese Art gibt es glaube ich für jede Waffe einmal. Ich werde über diesen Vault Skin nicht fertig, ohne Scheiß, so ein absolut schöner Skin. Oh, was ist denn mit dem epischen 200? 600, 200? Und auch nochmal, ich hab's schon vergessen, 150. Alles ist nicht mehr. Egal. Ach doch, wir sehen's doch hier. Mann, das ist nur 30 in Blau? Okay. Ach, da waren's 15 in dem seltenen, also in dem normalen. Okay. Ich sehe schon, das Erbstück Splitter Glück ist mal wieder nicht auf meiner Seite. Das ist jetzt, glaube ich, mein fünftes oder sechstes Pack-Opening. Ich mache immer so zwischen 50 und 100 Packs auf, wenn ich mal so ein Video mache. Heute das erste Mal 150. Manchmal so rot aufleuchtet, wo du da denkst, oh, Erbstück. Ja, dieser kleine Moment. Das ist immer so ein bisschen funkeln. Noch 35. Auch die Wahrscheinlichkeit für was Legendäres 1 zu 30, nur zur Information für die, die es nicht wissen. Ich hatte übrigens nicht ein Holospray bis jetzt dabei, wenn ich mich nicht täusche. Also gibt es die bis jetzt nur aus dem Battle Pass, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oh, ich hab's einfach übersehen. Aber das glaube ich nicht. Na komm. Irgendwas mega Tolles noch. Mhm. Ja, das ist halt einer dieser standard-epischen Skins. Für jede Waffe. Ich denke übrigens, dass es zum Black Friday wieder irgendeine große Aktion gibt, dass man wahrscheinlich wieder wie beim Summer Sale Event sich für 5000 Apex Coins wieder 70 Packs kaufen kann und dann für, ich glaube, 2000 nochmal, wie waren das bei 2020 plus 10? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also für alle, die mal wieder Bock auf ein Pack Opening für sich selber haben, wartet vielleicht am besten, wenn ihr die Geduld habt, bis zum Black Friday. War das nicht immer der letzte Freitag im Oktober? Ist zwar noch ein bisschen hin, aber halt sowas, ich weiß nicht, was das hier in den Packs zu suchen hat. Das ist für mich absolute Verschwenderei, damit man einfach nur noch mehr Geld ausgibt. Das finde ich eigentlich sehr schade. Über einen schönen Mastiff-Skin würde ich mich auch freuen, jetzt wo ich die gerade sehe. Die Mastiff hat und G7-Skin. Ah, okay, leider einer, der mir nicht so gefällt. Das ist eine Sniper-Tarnung halt. Da trittst du hier so im Busch rumrennen, ja, was weiß ich, im Winter mit so einer Sniper-Tarnung. Hat was, aber es trifft nicht ganz meinen Geschmack. Die Mastiff hat, glaube ich, bis jetzt nur zwei legendäre Skins und die sehen beide sehr geil aus.
Oh, ein Waffenschaum. Oh, die Lifeline-Drohne. Na, siste. Dann haben wir gleich zwei Lifeline-Charms bekommen. Naja, wenn es wieder keine Erbstücksplitter werden, muss ich trotzdem sagen, war es ein erfolgreiches Pack-Opening. 4 richtig geile Sachen, auch wenn eins davon mir nichts nützt, weil ich einfach kein Caustic-Spieler bin. Aber Volt-Skin, 2 Finisher, 1 von Octane, 1 von Pathfinder, habe ich mich sehr gefreut. Ohne Scheiß. Noch 8. Bleiben wir wenigstens unter einer halben Stunde, da bin ich schon beruhigt. Ja, tut mir leid, es gibt immer mal Leute, die beschweren sich, dass die Videolänge einfach zu lang ist. Oh mein Gott, die Leute sollten einfach mal wieder ein bisschen mehr Zeit mitbringen, finde ich. Immer diese Hektik, das finde ich echt sehr, sehr schade. So, noch 4. Komm, ein legendäres noch. Einfach für einen schönen Abschluss. Gucken natürlich noch, wie viel Crafting-Material ich zusammenbekommen habe. Das ist echt krass. Ach, jawoll. Es ist fast in jedem Pack-Opening habe ich das Glück kurz vor Schluss nochmal. Ah, schade, in Orange hätte ich mir gewünscht. Den gibt es, glaube ich, auch in Orange. Hat aber was. Ah, die Kapuze ist ja durchsichtig. Mir noch nie so aufgefallen. Feuer frei, den mach mal rein. So, letztes Pack. Komm, Erbstücksplitter. Ach, natürlich nicht. So, okay. 7200 Crafting-Metall. Okay, Leute, wie gesagt, ein relativ erfolgreiches Pack-Opening, wie ich finde. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, wie es euch gefallen hat, ob euch die Skins gefallen haben, gerade die legendären, die ich gezogen habe. Das soll es schon wieder gewesen sein, kurz vor einer halben Stunde. Sorry, dass es so lange ist, aber manches braucht einfach mal ein bisschen mehr Zeit. Ich hoffe, ihr lasst dem Pack-Opening wie immer einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends wie Tipps und Tricks und News-Update-Videos über Apex Legends Season 6, 7, 7, Season 7 und so weiter. Und das nächste Pack-Opening, entweder wenn ich es schaffe, in Season 6 noch 50 Packs zusammenzubekommen. Oder vielleicht hebe ich mir sie auch wie immer für ein richtig schönes, großes Pack-Opening wie dieses hier für Season 7 auf. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch was. Wie gesagt, Daumen und Abo dalassen. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao.